Hallo, hier ist der Tim. Und heute geht es um diesen Bräter. Das letzte war meine Unterhose. So, hier sehen wir den Topf auf Amazon. Für gut 40 Euro. Der Preis schwankt, wie bei den meisten Produkten, immer ein bisschen. Ja, mir ist aufgefallen, es gibt ein paar schlechte Rezensionen, die bemängeln, dass der Topf viel gepflegt werden muss. Aber das ist nun mal bei allen Eisensachen so, die nicht irgendwie eine Emailleschicht haben oder ähnliches. Die muss man halt immer einölen, etc., da sie sonst rosten. Die Marke ist von Chef. Farbe ist angegeben mit Schwarz und Artikelgewicht mit 6,16 Kilo. Das kommt auch auf jeden Fall hin, der Topf ist schon ziemlich schwer. Fassungsvermögen 4,7 Liter und Material ist Gusseisen. Automatische Abschaltung ist mit Nein angegeben. Ich frage mich, was ich da automatisch abschalten soll. Vielleicht auch noch interessant zu wissen, der Bodendurchmesser, mit dem der Topf auf der Herdplatte aufliegt, beträgt 17 cm. Den Link zum Produkt poste ich euch im Textfeld unter dem Video. Klickt ihr drauf, kommt ihr direkt auf Amazon hin. So, der Bräter ist endlich da und jetzt wollen wir das gute Stück mal auspacken. So, hier haben wir schon ein bisschen Styropor und hier haben wir schon mal den Deckel. Okay, ich bin... Diese Bobbes hier, falls ihr euch fragt, also ich bin mir selber nicht ganz sicher, aber ich nehme an, die sind damit das... der Wasserdampf, der aufsteigt, besser daran haftet und wieder runtertropft oder sowas in der Art. Aber vielleicht auch nicht, wer weiß das schon. Leck mich am Arsch. Das Ding ist schon ziemlich schwer. Oh ja. So, wir haben einmal den Braider, den Deckel und hier eine, das ist Englisch. Ah, das ist auch Englisch. Okay, so Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise etc. auf Englisch. So, die beigefügte Anleitung sagt, vor dem ersten Gebrauch sollen wir es waschen und trocknen. Man soll es jedes Mal trocknen, nachdem man es gewaschen hat, da es sonst rosten könnte. Also nicht irgendwie am Abtropf-Ding trocknen lassen, sondern immer per Hand abtrocknen. Vielleicht noch wichtig zu erwähnen, es darf nicht in den Dishwasher... wie heißt das auf Deutsch? Spülmaschine. Und auch nicht in die Mikrowelle, ist ja auch das Eisen. Ist ja eigentlich selbsterklärend. Und nach dem Waschen müssen wir es einbrennen. Und zwar mit Vegetable Oil. Da werde ich wahrscheinlich Kokosöl einfach wieder nehmen. Und beim vorgeheizten Backofen 175 Grad für eine Stunde einbrennen. So. Wir werden jetzt den Bräter schön waschen. Der ist nämlich vorbehandelt mit Öl aus der Fabrik, damit er nicht rostet. So. Erstmal weg mit dem ganzen Stuff hier. Deckel kommt später. Und in der Anleitung steht auch, man soll Spülmittel verwenden. Schmoren, kochen, eisern, lecker, braten, heißer, schwarz und schmecker. Topf, das Fleisch bleibt feucht und zart, Stange groß und hart. Heiß mit Öl und glänzend schwitzig, Zwiebeln glasig, speckig, spritzig. Lösch es ab mit Wein, steck es wieder rein. Groß und schwarz, 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 groß und schwarz. Und gleich abtrocknen. Groß und schwarz. Ich weiß nicht, ob man das auf dem Video gesehen hat, ob das gut rüberkam, aber der Schaum ist ja ein bisschen braun geworden beim Waschen. Das liegt halt daran, dass der Bräter ab Werk mit Öl vorbehandelt ist, damit er eben nicht rostet. Und genau aus diesem Grund soll man ihn ja auch direkt nach dem Waschen trocknen.
Trocknen. So, wir haben es jetzt gewaschen und getrocknet. Und jetzt wird das Ganze mit Öl eingerieben. So. Ich habe den Topf auf den Zehwer gestellt. Hier etwas Kokosöl geschmolzen. Und einen Silikonpinsel. Ich beginne jetzt erstmal mit der Unterseite. Ja, genau, man muss es überall einölen. Schmoren, kochen, eisern, lecker, braten, heißer, schwarz und schmecker. Topf, das Fleisch bleibt feucht und zart, Stange groß und hart. Heiß mit Öl und glänzend schwitzig, Zwiebeln glasig, speckig, spritzig. Lösch es ab mit Wein, steck es wieder rein. Groß und schwarz. Das fühlt sich irgendwie richtig gut an. Also mit den Händen geht das echt besser als mit dem Pinsel, muss ich sagen. So, schwarz und ölig. Der Deckel darf natürlich auch nicht fehlen. Naja, das Auftragen geht mit dem Pinsel doch besser. Aber das Verteilen dann ist mit den Händen wirklich angenehmer. Ich muss sagen, das fühlt sich auch richtig gut an. Dieses blanke Eisen. Schwarz und kräftig in meinen Händen. Es ist hart. Die Innenseite natürlich auch nicht vergessen. Ja, ich benutze Kokosöl, weil das sehr hoch erhitzbar ist und es sehr angenehm riecht. Rapsöl fängt meiner Meinung nach an, extrem zu stinken, wenn es ein bisschen heißer wird. So. Die Griffe auch nicht vergessen. Oh ja, da stehst du drauf. Okay, der Bad Boy kommt jetzt in den Ofen. Und bevor ich auf Stopp drücke, muss ich mir erst die Hände waschen, weil ich sonst meine Kamera vollsaue. Dummerweise ist mein kleiner Heißluftofen ein bisschen zu niedrig, weswegen ich den Deckel kopfüber auflegen musste. Aber das sollte überhaupt kein Problem sein, denke ich. Ja, jetzt warten wir, bis die Zeit rum ist. Und holen das Ding wieder raus. So, der Topf war eine Stunde im Ofen. Dann habe ich ihn nochmal circa eine Stunde abkühlen lassen, weil man den echt nicht anfassen konnte. Jetzt steht er auf dem Herd bei mittelhoher Hitze. Und da haben wir mal ein Stück Butterschmalz rein. Denn man soll den nie leer erhitzen. Also immer mit Butter. Ich habe den Topf natürlich noch ein bisschen mit Zewa abgerieben. Damit das überschüssige Öl einfach weggeht. Ich muss leider sagen, dass er irgendwie sehr unangenehm riecht. Also nicht nur nach heißem Öl, sondern auch ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, fast schon, weiß nicht, sehr unbekannter Geruch, aber unangenehm. Ich hoffe, das ist normal und das schlägt sich dann nicht beim Essen nieder, dass das dann auch unangenehm schmeckt. Ich hoffe auch, wir haben den Topf gut genug gewaschen. Aber ich denke eigentlich schon. So, jetzt lassen wir hier mal das Butterschmalz erstmal schön schmelzen. So, das Butterschmalz sollte jetzt heiß genug sein. Wenn man das so quer hält und es so parallele Linien bildet, ist das ein Zeichen dafür, dass das Öl heiß genug ist. Ja, der Bräter wird auch außenrum recht heiß. Die Griffe wahrscheinlich auch, den kann man wahrscheinlich nachher nicht mehr anfassen. So, ich habe jetzt hier Rinderhackfleisch. Ja, ist schon fast Zimmertemperatur. Ist immer besser, wenn ihr euer Fleisch erstmal aus dem Kühlschrank holt und es sich etwas aufwärmen lässt, bevor ihr es anbratet. Dann klebt das auch weniger am Boden. Und das Fleisch hat nicht so einen Temperaturschock. Rein mit dem Schüssel. Dann schauen wir mal, was der Bräter so drauf hat, ne? Groß und schwarz. So, das Fleisch nimmt schon Farbe an. Jetzt adden wir ein paar Zwiebeln, Zwiebelwürfel
und Knoblauch fein gehackt. So, das Ganze hat jetzt etwas Farbe bekommen. Ich bin begeistert, es klebt überhaupt nichts. Und das lösche ich jetzt mit etwas Merlo ab. So, sobald sich der Alkohol verflüchtigt hat, das riecht man, kommt noch ein bisschen Gemüse hinzu. Ich habe jetzt hier Paprika, rote Spitzpaprika und Karotten vorbereitet. So, noch ein klein wenig Flüssigkeit. So, das war heißes Wasser. Und jetzt kommt für 10 Minuten der Deckel drauf. So, die 10 Minuten sind jetzt vergangen. So sieht das mittlerweile aus. So, und jetzt geben wir noch Süßkartoffeln hinzu. Deckel drauf. Das Ganze lasse ich jetzt wieder für 10 Minuten kochen. So, 10 weitere Minuten sind jetzt um. Etwas Flüssigkeit. Jetzt hätten wir noch ein bisschen Tomatenmark. Heiß. Ja, Obacht geben. Der Breta wird sehr heiß. Weißer Pfeffer. Gewürzsalz. Allgäuer Kräuter. Und noch ein Spritzer Senf. Nochmal Deckel drauf. Herd ist aus. Und das lasse ich jetzt nochmal für 10 Minuten. 10 weitere Minuten sind rum. Ihr seht, obwohl der Herd schon seit 10 Minuten aus ist, köchelt es noch leicht. Das liegt halt daran, dass so ein Eisenbräter extrem gut die Wärme speichert. So. Da ich nicht alles auf einmal essen kann, muss ich das jetzt alles in einen anderen Behälter umfüllen. Ich werde das jetzt einfach in einen Edelstahltopf umfüllen. Das hat den Grund, dass Säuren, die im Essen womöglich drin sind,
den Eisentopf, den Eisenbräter angreifen könnten. Deswegen darf man darin keine Lebensmittel aufbewahren. Ich werde das jetzt erstmal in einen anderen Topf umfüllen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und jetzt haben wir ein kleines Problem. Denn laut Hersteller muss ich den Topf nach jedem, den Bräter nach jedem benutzen. Einen Moment. Mit Spülmittel waschen und wieder im Ofen eine Stunde einbrennen mit Öl. Es ist mir allerdings ein wenig zu aufwendig. Ich werde das so handhaben wie bei der Eisenpfanne, die man ja auch nicht wäscht. Ich werde den nur mit, erstmal mit Zeber hier den Rest rausholen. Etwas Salz. Damit jetzt nochmal sauber reiben. Oh, der ist auch noch gut heiß. Der Deckel bedarf keiner so intensiven Reinigung. Nochmal ein bisschen Olivenöl, Kokosöl meine ich natürlich. So. Fertig für den nächsten Einsatz. Und jetzt werden wir mal verkosten, was wir da zusammen verbrochen haben. Es ist angerichtet. Ich habe nur ein bisschen rein, weil ich nicht wirklich Hunger habe. Aber wenn man satt ist, kann man ein Gericht ohnehin viel besser beurteilen, da der Hunger nicht den Geschmackssinn verfälscht. Ich hoffe, es ist nicht allzu pornoheiß. Oh, oh, oh. Es ist ja heiß. Ein Schluck Wasser. Ja. So. Okay, ich konnte gerade nicht wirklich was schmecken, weil es so heiß war. Nehme ich überhaupt auf? Ja, ich nehme auf. So, probieren wir noch einmal. Vielleicht mal nur ein klein wenig. Mhm. Mm. Also schmeckt. Moment. Mhm. Schmeckt gut. Aber es schmeckt nicht anders als aus einem Edelstahltopf oder dergleichen. Ich hätte erwartet, dass es wie bei der Eisenpfanne, falls ihr das Video gesehen habt, naja, so uriger schmeckt, so grilliger. So rauchiger vielleicht. Aber vielleicht hätte ich es dafür am Anfang schärfer anbraten müssen. Ich habe den Bräter nicht richtig aufheizen lassen am Anfang. Vielleicht hätte das dann ein paar mehr Röstaromen gegeben. Und so einen Bräter kann man übrigens auch sehr gut Brot backen. Einfach Teig rein, Deckel drauf und den Ofen rein. Dann bleibt das auch schön saftig. Also wer auf so, soll ich sagen, auf so traditionelles Kochen steht, auf so uriges Kochen, hoppala, es läutet, einen Moment bitte. Ich musste kurz die Tür aufmachen. Also wer so auf traditionelles Kochen steht, dem kann ich sowas empfehlen. Für den Preis ist es echt super. Für jeden anderen, das ist wahrscheinlich auch ein normaler Edelstahltopf. Der auch viel einfacher ist in der Handhabung. Hi, ich mach gerade noch ein Video. Ich habe vorhin gemeint,
nach dem Einbrennen. Dass er irgendwie komisch riecht. Und hat er ja befürchtet, dass er vielleicht Geschmack abgibt an das Essen. Aber das ist überhaupt nicht der Fall. Falls ihr Erfahrung mit solchen Dingern habt, oder euch dieses Ding bestellt, das damit kocht, würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr in den Kommentaren mal eure Erfahrungen dazu schreibt. Ich werde das Ding sicherlich noch ein paar Mal benutzen. Erstmal ein Stück Wasser, um den Rachen frei zu spülen. Ja, ist ein alter Trick. Okay, ich hoffe, ihr hattet beim Zuschauen des Videos mindestens so viel Spaß wie ich beim Erstellen des Videos und beim Kochen und so. Ich danke euch fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Groß und schwarz.